Hallo Leute und willkommen zurück zur Thief Challenge. Immer noch im Park und der liebe Max ist immer noch beschämt. Es tut mir total leid. 4 Stunden noch und er ist jetzt gerade auf der Toilette. Und ich habe ein bisschen was vor. Ich werde jetzt mal eben kurz schauen, wie es den dreien so geht. Aber das sieht soweit ganz gut aus, außer vielleicht bei Max selbst, oder? Ja, die Hygiene. Okay, er wäscht sich jetzt noch die Hände. Das ist gut. Ich möchte nämlich gerne heute in dieser Folge mal zwei Familien besuchen. Die eine Familie kennt ihr schon, zumindest zum größten Teil. Die haben jetzt auch ein schickes Haus hier in der Wüste. Und zwar, ja, was heißt in der Wüste? Doch, Oasis Springs ist ja so ein bisschen Wüste. Und zwar dieses Haus hier. Und das ist die Familie Creep. Da werden wir jetzt mal alle zusammen gemeinsam hingehen. Du bleibst mal hier, Sarah. Ja, oder auch nicht. Wie immer halt. Sarah bleibt hier. So, ich glaube, zu Familie Creep muss ich nicht wirklich viel sagen. Die meisten werden die Familie kennen. Hier steht gerade die Camilla, da steht der Kelvin. Und ich möchte jetzt mal eben kurz euch das Haus von außen zeigen. Das ist so cool, ne? Auch wieder so modern, auch wieder so ein persönliches Traumhaus von mir. Und ich hoffe jetzt, dass er da nicht auf die Idee kommt, was zu klauen, wenn wir uns hier umschauen. Es dauert 2 Stunden und bei dir dauert es auch 2 Stunden. Okay, dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen Zeit und werden hier an die Tür klopfen. Ist das tatsächlich die Eingangstür? Ja, das ist die Eingangstür. So, und werden ein bisschen mit Familie Creep quatschen. Oh, er möchte das schon. Ach nee, er klopft jetzt. Okay. Werden ein bisschen mit Familie Creep quatschen. Und ich möchte euch gerne ein neues Familienmitglied vorstellen. Das kennt ihr bis jetzt noch nicht. Das Mäxchen klopft an. So, da sitzt der Carlo. Es ist übrigens der richtige Carlo. Also nicht der muskulöse Carlo, sondern tatsächlich der richtige. Hier ist der Kasper Creep. Den habe ich jetzt auch einfach dazu gepackt. Den habe ich natürlich wieder lebendig gemacht, denn er ist ja in der Schwarze Witwe Challenge gestorben. So, er möchte sich jetzt gerade den Kinderkanal anschauen. Ich würde aber gerne mal wissen. Da ist die Person, die ich eigentlich suche. Maja, komm mal bitte hier hin. Da ist die gute Dame. Also, hier haben wir übrigens noch ein schönes Kinderzimmer. Es ist echt ein tolles Haus. Maja macht da gerade Fotos mit Marc. Ja, die sollen sich jetzt mal bitte hier beschäftigen. Da ist natürlich die Carla. Hier sitzt jetzt die Camilla am PC. Und ja, wie gesagt, ich möchte euch gerne diese Dame hier vorstellen. Sagt man dann Dame? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall die Cindy. Man kann ja jetzt seit einiger Zeit. Ach, sie geht da direkt mit in den Pool. Okay, man kann ja jetzt seit einiger Zeit, ja, ich hoffe, ich drücke das jetzt richtig aus und da fühlt sich keiner irgendwie blöd oder diskriminiert. So meine ich das nicht. Ich sage das jetzt einfach mal so, wie ich das denke, wie ich es für richtig halte. Du willst da klauen? Nein, lass mal lieber, pass auf. Pass auf, bevor ich hier weitermache, werden wir kurz was klauen. Huch, was haben wir denn hier so? Können wir irgendwo Spielzeug oder so mitgehen lassen? Ich weiß es ja nicht. Hier in den Räumen wären wir gerade rein theoretisch alleine. Können wir so einen klauen? Nein. Hier ist gerade die Camilla drin. Können wir. Oh, jetzt müssen wir wieder irgendwas Kleines mitnehmen, ne? Jetzt müssen wir was Kleines mitnehmen. Das kann er noch nicht klauen. Wie ist es mit so einer Obstschale? Die könnte er klauen. Da ist aber jetzt gerade der Markt dann im Weg. Das ist natürlich doof. Was haben wir hier unten noch? Kannst du da irgendetwas mitnehmen? Blumen? Parfüm? Ja, bitte. Dann klau doch mal bitte Parfüm. Das wird hoffentlich niemand sehen. Ja, man kann ja seit einiger Zeit Transgender-Sims erstellen. Wie gesagt, fasst den Begriff jetzt nicht als diskriminierend auf. Ich weiß gerade nicht, welcher Begriff da jetzt am. Ja, wie sagt man das? Am hier plaudern. Am besten ist, sodass sich niemand schlecht fühlt, denn ich meine es nicht beleidigend, das wisst ihr. So, auf jeden Fall kann man jetzt weibliche Sims mit männlichen Körpern erstellen und auch andersrum und pipapo. Und ich habe einfach mal die Cindy erstellt. Und ich denke, ein Land. Nein, nein. Ach Quatsch, was tue ich denn hier? Was tue ich denn hier? Ich möchte einfach nur mit ihr plaudern. Und ja, über Kochen reden. Einfach weil die Familie Creep irgendwie so eine lustige Familie ist, dachte ich packe sie jetzt einfach mal dazu. Ist natürlich auch überhaupt nicht diskriminierend gemeint, ne? Also versteht das bitte nicht falsch. So, Carlo bringt da gerade den Müll raus. Ich würde aber jetzt gerne ein bisschen mit ihr quatschen. Was macht sie denn da? Ach, sie geht da jetzt zum Klo. Okay. Wie gesagt, ich würde einfach gerne so ein bisschen mit ihr quatschen. Und vielleicht zieht sie sich auch mal um, dass ihr die Klamotten und so sehen könnt. Und hier wollte ich eigentlich auch noch. Oh oh. Oh oh. Nein! Nein, 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 nein. Stopp.
Boah, ich kann mich hier gar nicht konzentrieren. Moment. Wir müssen erst ganz in Ruhe hier irgendwo was klauen. Die haben jetzt nicht so viel abgesehen vom großen Fernseher, ne? Den hätte ich natürlich gerne, das ist aber gerade problematisch. Ma, könntest du das hier klauen oder habt ihr vielleicht oben noch irgendwas? Moment mal, hier war doch auch noch ein PC, da ist aber gerade die Camilla dran. Oh, was können wir denn klauen? Bücherregal, nein, ich möchte einfach nur irgendwas klauen. Also hier können wir nichts mitnehmen, Menno. Dann müssen wir wohl tatsächlich komplett nach unten. Und zwar hier, wer pennt denn da noch? Ich weiß es nicht. Gut, jetzt aber ein bisschen zackig hier, Marc. Klau von mir aus das hier, das passt dann schon. Und du, Madame, bist gerade da oben. Du kannst, dann klau hier was in der Küche. Können wir die Mikrowelle mitnehmen? Schnelle Mahlzeit? Nein, was ist das hier? Tablett auffüllen ganz bestimmt nicht. Och Gottchen, ich will doch nur irgendwas klauen. Ja, versuchen zu stehlen, dann mach das mal bitte. Wie gesagt, das ist jetzt gar nicht so wichtig eigentlich, dass die hier klauen. Verspielt, runden schwimmen. Ich wollte euch die Cindy zeigen. Ich wollte euch. Oh nein, sie wurde erwischt. Oh nein, sie wurde erwischt. Von Carlo wahrscheinlich, ne? Ach, Manu. Fotos teilen, schmeicheln. Gut, das ist natürlich jetzt doof. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen mit ihr quatschen. So, beleidigen? Nein, auf keinen Fall. Das dulden wir hier nicht. Sorry, Carlo, tut mir leid. Wir sind mal ein bisschen freundlich und lernen sie mal kennen. Es ist halt. Was? Oh, jetzt hat er. Oh, jetzt hat er was geklaut und der Kelvin hat's gesehen. Oh Gott, der sieht doch einfach so bescheuert aus, ne? Okay, dann werden wir uns vermutlich doch nicht ganz so lange hier aufhalten. Die Cindy hat doch irgendwie gerade kein Interesse an uns, kann das sein? Über besten Köder reden, Tag verschönern. Scheiben. Ja, ist halt auch so ein typischer Klischee-Charakter irgendwie, ne? Passt halt zur Familie Creep, aber nicht, weil sie Transgender ist. Ich hoffe, ihr kennt mich mittlerweile und wisst, dass ich dem Ganzen sehr offen gegenüberstehe, aber trotzdem erwähne ich es immer gerne nicht, dass das jemand dann tatsächlich falsch versteht. Das wäre schade. So, gut, er schwimmt da jetzt ganz alleine im Pool, ist schön und gut, Motorikfähigkeit. Schade, die Cindy hat jetzt nicht so wirklich Lust auf uns, ne? Jetzt will sie ins Bett. Okay, das ist sehr schade. Aber gut, wir kennen sie jetzt, das ist schon mal gut. Das heißt, wir können sie bei Gelegenheit mal anrufen und einladen, irgendwo abzuhängen. Ich habe jetzt nicht auf die Bedürfnisse geachtet, aber ich möchte noch ganz schnell zu einer neuen Familie gehen, damit vor allem der Max die auch mal kennenlernt. Und ich sage euch jetzt direkt, wundert euch nicht, ich habe die Familie hier platziert, weil es das einzige vernünftige freie Haus war. Es ist das gleiche wie bei der Schwarze Witwe Challenge damals, also wundert euch bitte nicht. Wir gehen zu Familie Wubbel. Eigentlich könnten wir nur mit Max gehen. Ach nee, komm, wir gehen mit allen. So, die stehen auch alle noch draußen, weil ich mit denen noch gar nicht gespielt habe. Ich bleib mal kurz im Pausenmodus. Ja, wie gesagt, das Haus steht hier einfach nur so rum. Es war erstmal provisorisch, denn ich habe vor, für jedes Familienmitglied ein eigenes Zimmer zu machen. Und zwar besteht die Familie Wubbel aus einer älteren Dame. Das ist die gute Agatha Wubbel. Es ist gerade ein bisschen schade, dass es so dunkel ist. Eine ältere Dame, eine Omi. Und bei der Omi wohnen ganz verschiedene Kinder. Und zwar zum Beispiel die Olivia. Was macht er jetzt? Nickerchen machen, ganz bestimmt nicht. Du stellst dich jetzt bei der Olivia vor. Und danach, wo rennt ihr alle hin? Danach stellst du dich bei dem Q vor. Der Q ist ein kleiner Alien-Junge. Und dann haben wir hier noch den Timo, freundlich vorstellen. Auch ein ganz süßer. Och, wie toll. Und dann haben wir hier noch den Noah. Da können wir uns auch mal freundlich vorstellen. Ach, die machen das schon Fotos zusammen. Da fehlen aber gerade noch ein paar Kinder, ne? Ach, hier. Ach, hier. Na, sieh mal eine an. So, da haben wir hier noch einmal die Zoe. Und hier haben wir noch einmal die Emily. Und wie habe ich ihn nochmal genannt? Luca. Genau. Freundlich vorstellen. Weil ich einfach leider so wenig Kinder hier in der Welt habe, dass ich mir dachte, ich erstelle mal ein paar. Und auch ein paar sehr unterschiedliche. Stellst du dich da auch vor, Max? Weil ich fände es ganz schön, wenn der Max hier dann tatsächlich auch mal ein paar Freunde findet. Er macht da jetzt ein Nickerchen. Ja, ich würde mich trotzdem bei allen gerne nochmal eben vorstellen. Plaudern. Pass mal auf, wenn wir das plaudern. Ah, okay. Voll witzig, dass er auch gerade in Badehose ist. Vielleicht sollten wir ihn bei Gelegenheit mal umziehen. So eine richtig coole Kindertruppe hier. Und ihr seht, ich habe die anderen dann auch ein bisschen bunter mal angezogen. Na, stellst du dich da jetzt vor? Outfit ändern, ziehst mal bitte deine Alltagskleidung Nummer 1 an.
Ach, ich mag das. Und die können wir dann alle mal nach Hause einladen und zum Geburtstag einladen. Und ach ja, darauf freue ich mich ein bisschen. So, ich hoffe, wir haben die jetzt alle kennengelernt. Das ist mir gerade echt das Wichtigste. Ich guck mal eben kurz, wo haben wir es denn hier? Beziehungen? Beziehungen. Emily, Luca, Zoe, Noah, Timo, Q und Olivia. Ich glaube, das sind alle, ne? Nur die Mutti, beziehungsweise die Oma, die Agatha, kennt er jetzt nicht. Oh, die umarmen sich. Ach, wie toll. Und es hat echt mega Spaß gemacht, mal so viele unterschiedliche Kinder zu erstellen, muss ich ja sagen. Und wie gesagt, ich habe eigentlich vor, ein richtig schönes Haus für die zu bauen, wo dann jedes Kind sein Zimmer hat und dann auch, ja, so ein bisschen persönlicher eingerichtet. Ich habe denen so versucht, in Gedanken eine Persönlichkeit zu geben. Er ist irgendwie so der kleine Nerd irgendwie, sie ist die kleine Freche, sie ist so die, ja, weiß ich nicht, zickige Truller, genau. Über Süßigkeiten schwärmen sie, so ein bisschen die zickige Truller. Er ist der Musikliebhaber, er ist so ein bisschen Alien-mäßig halt, keine Ahnung, er ist halt Alien. Er, glaube ich, war so ein bisschen schüchtern, der Tobi, und die Olivia ist einfach so eine ganz... So eine ganz schicke Truller. Da sich aber gerade alle so unwohl fühlen, würde ich sagen, das war ein kurzer, aber sehr lustiger Besuch. Die stehen da schon mit ihren Handys, unfassbar. Es war ein kurzer, aber trotzdem sehr amüsanter Besuch. Das Wichtigste war, dass Max sie kennengelernt hat und dass wir die Kinder jetzt auch bei Gelegenheit nach Hause einladen können. Und da gehen wir jetzt erstmal hin und kümmern uns um die Bedürfnisse. So, ach, die Rakete, die gibt es ja auch noch. Wie geht es dir? Du hast Hunger und solltest duschen gehen. Okay, dann können wir wohl gerade nicht an der Rakete arbeiten. Es ist nichts mehr da. Pass mal auf, hat Maya nicht was im Inventar oder ist es mittlerweile verdorben? Eine Stunde ist das noch haltbar. Pass auf, wir packen es in den Kühlschrank. Und du nimmst dir ein Gericht. Nee, nimmst du dir jetzt was davon? Weil es war doch jetzt gar nichts mehr da. Ich habe keine Ahnung. So, wie geht es dir sonst ganz gut? Du willst ins Bett? Nee, nee, du gehst nicht ins Bett. Du kannst mal hier bitte an den Spiegel gehen und dir selber Zuspruch geben. Und was ist mit Max? Oh Gott, der hat Hunger. Sollte duschen? Och Mann, du Armer, du tust mir total leid. Pass auf, ich schicke dich aber ins Bett. Und ja gut, das wird dann abgebrochen. Kuhpflanze, alles gut bei dir? Okay, das freut mich. Dann kann Papa jetzt erstmal ein bisschen futtern. Ist auch beschämt. Oh Mann, hat das mit dem Klauen nicht so gut funktioniert. Apropos Klauen, was habe ich in der letzten Folge noch so mitgenommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach so, ja, das Parfüm kommen, das kann auf jeden Fall weg. Das kann definitiv weg. So, der bringt uns... Was? Der bringt uns 8000? Was zur Hölle? Spaß 10, unkaputtbar. Wow, das ist natürlich cool. Ich habe ja gesagt, ich hätte gern einen zweiten PC. Die Sache ist, reparieren wir den? Behalten wir den? Ich bin mir gerade selbst nicht sicher. Welcher ist das denn? Kann ich nicht sehen, welcher das ist? Schade, boah, die Kamera spielt hier wieder ohne Ende. Ich kann nicht sehen, welcher das ist. Passt mal auf, wir machen das mal eben kurz so. Wir schnappen uns auf jeden Fall noch einen Schreibtisch. Wir setzen... den PC da drauf, dass wir tatsächlich den mega guten haben. Verkaufen den hier. Drehstuhl, wie teuer ist der? 3200, sehe ich das richtig? Was? Produkt ist was? Ach, das ist der hier. Ach so, das ist der hier und den können wir gar nicht nutzen. Okay, was ist mit dem? Der müsste ja eigentlich gehen. So, vielleicht in weiß. Okay, und ich glaube, ich muss es mal eben kurz ein bisschen heller hier drin machen, damit ich... so in etwa weiß, wie das Ganze hier aussehen soll. So, sollen die sich gegenüber sitzen? Oder sollen die nebeneinander sitzen? Wenn ich das so mache... Oh, ist da wieder was kaputt gegangen im Hintergrund? Ich weiß es nicht. So, wenn ich... Nein, ich hätte gerne die Lampe. Ich hätte gerne die Lampe. Hallo, Lampe? So, packe ich dich erstmal weg. Und packe ich dich dahin. Das ist nicht der gleiche Schreibtisch. Wir haben nämlich da den weißen, ne? Ich glaube, der ist das? Nee. Der ist das. Vermutlich gerade nur wieder wegen des Lichts so komisch. So, jetzt hätten wir die da. Okay. Der Teppich, finde ich, kann eigentlich so bleiben. Sieht zumindest besser aus, als wenn wir zwei hätten, oder? Ich glaube, jetzt zwei Teppiche würde blöd aussehen. Deshalb würde ich sagen, lassen wir das so. Müssen dann auf jeden Fall bei Gelegenheit den PC reparieren. Madame, möchtest du das vielleicht mal tun? So, da war es doch...
da war es doch gerade so. Reparieren. Oh Mann, der hätte uns 2000 gebracht. Wenn ich das gerade richtig gesehen hätte, hätte ich den anderen mal nicht verkauft. Aber gut, konnte ich jetzt nicht wissen. Er schlief, du bist da noch am Futtern und kannst dann gleich, wenn du fertig bist, in die Dusche gehen. Wow, ich muss mal eben hier kurz die... Nein, das Klo ist kaputt. Das Klo ist kaputt. Wollen wir es ersetzen? Ja, komm, wir ersetzen das. Das passt schon. Müssen halt auf jeden Fall nur noch aufwischen. Das könnte rein theoretisch Maya gleich tun. So, dann kannst du aufwischen, Madame, wenn du da gerade... Wenn du da fertig repariert hast. Ist es jetzt wirklich der gleiche Schreibtisch? Vermutlich, ne? Das ist wieder nur wegen des Lichts so komisch. Vor allem finde ich es witzig, dass sie da die ganze Zeit in Bikini ist. Aber gut. So, Maxchen, wir haben heute noch keine Hausaufgaben gemacht, ne? Glaube ich. Doch, abgeschlossen. Was? Das war tatsächlich heute? War das nicht in der vorletzten Folge? Aber gut. Müssen wir jetzt wenigstens keine mehr machen, wenn du aufstehst? Das ist gut. Er ist jetzt in der Dusche. Sie hat die Geschicklichkeitsfähigkeit erworben. Schön. Dann geht es doch ein bisschen voran. Ja, der Müll darf mal wieder hier liegen bleiben. Ganz fantastisch. Den kann dann von mir aus der Marc gleich noch eben wegwerfen. Nee, dann läuft er wieder nach unten. Wisst ihr was? Das machen wir am Morgen. Dann läuft er nämlich wieder nach unten und dann dauert das alles so ewig. Dann kannst du danach mal schlafen gehen. Und wenn du aufgewischt hast, du bist ja noch fit, weißt du was? Dann bringst du den Müll runter. Wegwerfen. So. Oh, Kuhpflanze. Die Frage ist, wollen wir die Kuhpflanze diesmal füttern oder wollen wir vielleicht mal jemanden hierhin einladen, der dann vielleicht verschluckt wird? Ich fände das ganz lustig. Ach, kannst du mal bitte bewässern? Ich glaube, ich lasse das erstmal mit dem Kuchen. Und ich glaube auch, ich spule das gerade mal vor, weil das wird jetzt ewig dauern, bis da alle irgendwie ready sind. Warum fühlst du dich denn unwohl? Weil es dreckig ist und beschämt bist du auch nach wie vor. Gut, ist hier nichts Neues. Und dann ist es jetzt gleich wieder früh am Morgen und sie ist hier noch quietschfidel, ne? Ach, jetzt geht sie doch ins Bett. Ach, jetzt geht sie ins Bett. Okay, gut, dann schlaf dich von mir aus. Zumindest so weit, wie es geht. Max wird gleich vermutlich als erster aufstehen. Oh, er ist schon wach. Oh Mann, was? Hygiene. Hygiene, dann geh schnell duschen. Oh Mann, das tut mir jetzt voll leid. Konntest du nicht mal ausschlafen? Ja, und du hast schon generell immer so Probleme mit dem Schlaf, habe ich das Gefühl. Du wachst immer so ganz verwirrt auf. Aber gut. So, dann gehst du in die Dusche und kannst dir dann öffnen. Ist denn jetzt noch was da? Ja, das ist jetzt noch 19 Stunden haltbar. Okay, dann kannst du dir das hier schnappen. Und dann würde ich heute ganz gerne ein bisschen was an der Rakete machen, zumindest mit Marc. Ich denke, Max könnte auch hierbleiben, vielleicht ein paar Freunde einladen oder muss der heute in die Schule? Es waren doch eigentlich 3 Tage, ne? 50? Oh, er muss tatsächlich schon zur Schule. 50 Minuten bis zum Unterricht? Das könnte knapp werden, mein Lieber. Das könnte knapp werden. Ich dachte, du hast noch einen Tag Zeit. Ja gut, dann wird das mit dem Essen vielleicht ein bisschen problematisch. Aber das werden wir sehen. So, ja, ihr könnt dann schlafen. Also ihr habt ja dann den Tag erstmal zur freien Verfügung. Dann ist das schon in Ordnung. Ich hoffe nur, er kommt jetzt... Oh, er kann nicht mehr essen, oder? Das schafft er nicht mehr. Geh zur Schule. Geh zur Schule. Das schafft er nicht mehr. Ja, in der Grundschule, pass mal auf. Dann werden wir mal in der Schule. Was können wir da tun, wenn... Wenn es mich denn lässt, dann... Oder liegt es daran, dass der noch nicht weg ist? Doch, der ist doch schon weg. Ich wollte... Ach so, hier ist es. Fleißig lernen, Freundschaften schließen. Ja, komm, dann lernen wir ein bisschen. Das kannst du schon mal machen. So, wecke ich euch auf. Dich wecke ich auf jeden Fall auf. Mein Lieber, du kannst dann erstmal zur Toilette gehen. Also, verwenden. Hunger hast du nicht, das ist gut, zumindest... Was macht er da für Geräusche? Zumindest nicht so sehr. Und dann kannst du auf jeden Fall hier deinen Bau fortsetzen. Maya, lass ich gerade noch mal ein bisschen. Die kann sich dann gleich was zu Futter nehmen. So, von mir aus auch hier die gegrillten... Läuft gut. Die gegrillten Früchte. Wie viele sind denn davon noch da? 5 Stück? Ja, dann sollte das doch ohne Probleme... Was? Was? Habe ich dich nicht ins Bett geschickt? Das ist ja doof. Und dazu kannst du dann, um deine Kochskills ein bisschen zu erweitern, Kanal schauen, den Kochkanal. Dann kommen wir da zumindest auch ein bisschen weiter. So, er wäscht sich jetzt erstmal die Hände. Okay. Gut, gut. Dann mach das mal. Oh, Leute, wo ich das gerade sehe. Moment, das werden wir jetzt mal eben kurz ändern. Denn ihr habt mir ja geschrieben, wow, das bringt uns auch ziemlich viel Geld, das ist schön. Denn ihr habt mir ja geschrieben, ich soll hier lieber eine Halbwand bzw. einen Zaun ziehen.
Und das werde ich direkt mal tun, wenn ich jetzt gerade schon mal dabei bin. Die Frage ist... Aha, danke Spiel. Ach, das funktioniert nicht, weil Fenster... Funktioniert das so? Ja, so funktioniert das. So, dann ist nun die Frage, bis wohin? Bis da so? Ja, ne? Müsste funktionieren. So, und dann wollen wir gerne... Das ärgert mich. Wollen wir gerne einen Zaun? So, und wollen... Mein Gott. Also, ich weiß nicht, was das mit der Kameraposition hier in der oberen Etage ist. Das ist so unfassbar nervig. Ich hätte auch hier gerne einen Zaun. Dankeschön. So, und dann müssen wir mal gucken, was können wir denn da so machen an Zäunen. Das sind jetzt nur die Geländer. Ich muss ja auch hier hin. Gibt es da irgendwas aus Glas? Was ist denn damit? Na gut, das passt dann nicht zu dem Geländer hier vorne, ne? Und das Geländer muss ja da sein, weil sonst haben wir unten nichts. Das sieht okay aus, finde ich. Gibt es das in anderen Farben? Gibt es das auch in so einem Grau? Ja, das ist ein bisschen anders. Ist das... Also ganz ehrlich, ne? Sims 4. Mein verhasstestes Spiel. So, machen wir das mal eben kurz so. Und gucken mal, wie das aussieht. Ob das eventuell ein bisschen... Ja, es sieht ein bisschen besser aus. Gut, das hier passt jetzt wirklich nicht gut zusammen, ne? Es sieht ein bisschen besser aus und ich brauche hier unbedingt noch Deko und alles. Ich sollte vielleicht mal ein paar Bilder aufhängen. Marc, du kannst hier den Bau fortsetzen. Bitte vergiss das nicht. Ich sollte echt mal... Was macht sie? Kuchen essen. Maya, tu es nicht. Tu es nicht. Du weißt es doch besser, oder? Profi-Gärtner düngen. Nee, irgendwie... Hat sie jetzt nicht gegessen? Was ist denn da los? Sag mal, was macht ihr denn heute? Ein Gericht nehmen. Du solltest was futtern und dazu den Kochkanal schauen. Kanal schauen, Kochkanal. So. Genau so wollte ich das. Und du sollst hier rumbauen. Okay, das ist gut. Er hat ja jetzt, oder er erreicht ja bald dann erstmal Level 2 der Raumfahrtfähigkeit, oder? Raumfahrttechnik. Er hat jetzt Level 2. Okay. Gut, gut. So, sie futtert da jetzt. Guck, den Kochkanal. Hier stinken wieder die Teller durch die Gegend. Sag mal, wer hat das denn hier vorhin stehen lassen? Wer hat das stehen lassen? Ich weiß es nicht. Es kommt in den Kühlschrank. So, du baust da jetzt. Das ist in Ordnung. Und es ist 10 Uhr. Max ist in der Schule. Fühlt sich unwohl, was mir sehr, sehr leid tut, ehrlich gesagt. Aber da kann man wohl nichts machen. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war es erstmal für diese Folge. Beim nächsten Mal werden wir vermutlich ein paar Kinder hierhin einladen, ein bisschen spielen und hoffen, dass irgendjemand von der Kuhpflanze gefressen wird. Ich meine, beim ersten Mal ist es ja noch nicht schlimm, ne? Da wird man ja dann immer wieder ausgespuckt, das ist ganz gut. Und dann können wir ruhig mal einen ungeliebten Sim, ja, den Kuchen probieren lassen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!